ganz herzlich willkommen zum Startinterview von unserer Weihnachtspferdekonferenz. Und Stine ist heute hier bei uns. Ja, liebe Stine, viele werden dich schon kennen, aber stell dich doch gerne kurz selber vor. Ja, hallo Antoinette. Erstmal vielen Dank, dass du diese tolle Konferenz auch schon wieder ins Leben rufst und so vielen Menschen gibst oder die Möglichkeit gibst, so schöne Eindrücke auch von verschiedenen Trainern zu bekommen. Ich glaube, das wird wirklich eine richtig tolle Konferenz und ich freue mich sehr, dass ich auch einen Beitrag dazu leisten kann. Sehr gerne. Ich muss dazu sagen, es war Meras Idee. Okay, super. Mera ist auch klasse. Das ist nochmal so ein Thema, ja, dass man da wirklich den Fokus aufs Positive legen kann und auch möglichst nicht verliert. Und das wurde uns halt, wird uns von Anfang an quasi abtrainiert, ne, wirklich zu gucken, was ist denn eigentlich gerade gut, sondern das wird, wie gesagt, schon in der Schule antrainiert, das ist falsch, das musst du bessern. Und so ist der Fokus oft auch verrückt auf so ein alles so doof. Mhm. Und das ist natürlich dann auch nicht sehr förderlich, sondern man muss halt schauen, was läuft denn gerade gut, wo kann ich ansetzen, wo fühlen wir uns beide gut. Ja. Ja, ist was, nicht einfach. Was gibt es schon, wofür bin ich dankbar, was macht mir Freude? Ja. Mhm. Ja. Und Fehler sind total in Ordnung, weil selbst wenn ich mal im Training irgendwie meinem Pferd ein doofes Verhalten oder sowas beigebracht habe, es kann ja immer passieren, es ist auch in Ordnung, es passiert jedem. Mhm. Es ist aber nur Verhalten in Anführungszeichen und ich kann Verhalten auch wieder ändern und die Motivation ändern. Und das finde ich ist so eine, also hat mir ganz viel Druck rausgenommen. Ganz egal, was jetzt gerade passiert oder was für ein Verhalten ich trainiert habe, ist vielleicht blöd. Aber ich kann es auch wieder anders machen. Mhm. Dann kann es mein Pferd auch wieder anders umsetzen und lernen. Und das hat mir sehr viel Druck rausgenommen, wo ich dann einfach mal in dieses Intuitive und einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Und wenn es schief geht, ja, dann nehmen wir halt einen anderen Weg. Aber wenn man halt...